Hallöchen, liebe Leute, und Du willkommen zu sitzt einer. jeden Tag am Computer und spielst. Ja, Du weißt nichts vom wirklichen Leben. das ist vollkommen korrekt. Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Battle Together Age of Empires 3 mit dem Battle Brothers Java-Heizung und. Der Unnahbare. Jo, und ich sitze jeden Tag am Computer und spiele und weiß nichts vom richtigen Leben. Wir spielen 2 gegen 2. Ich spiele die Briten. Die habe ich auch länger nicht, glaube ich, auf dem Kanal hier jetzt gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Wir spielen auf der großen Texas und der Unnahbare ist mit seinen Franzaken am Start. Texas gibt am Anfang eine, ja, doch ganz nette Anzahl Ressourcen, finde ich. Das ist schon okay. Wobei es zum Beispiel bei mir jetzt nicht reicht, um einen Marktplatz zu bauen. Noob. Ja. Leider wirklich. So, den Schatz haben wir gehoben. Sehr schön. So, Marktplatz geht jetzt so direkt noch nicht. Ist die Frage, machen wir es trotzdem mit dem Markt? Nein, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins zweite. Ja, wir gehen erstmal ins zweite. Und den Schatz hätte ich ganz gerne, wenn meine Kundschaft da hier schon dran vorbeiläuft. Ja. Genau, so, 2 gegen 2 und jetzt fange ich auch an, richtig zu kommentieren. Wir hoffen, euch geht es soweit gut. Wir spielen mal wieder Age of Empires. Im Moment, solltet ihr es ja mitbekommen, kommt immer abwechselnd Age of Empires und irgendeins von unseren zahlreichen anderen Projekten, also Space Hulk, Deathwing oder was anderes. Aber wir merken, dass Age of Empires im Moment viel Aufmerksamkeit kriegt und deswegen wollen wir diesem Projekt auch eine große Menge Screentime sozusagen widmen auf unserem Kanal. Wir haben ja inzwischen doch schon einige Völker auch so vorgestellt und ihr könnt uns gerne mal schreiben, wenn ihr mal andere Settings haben wollt. Wir haben schon den Vorschlag bekommen, dass wir mal Szenarien spielen. Dazu kann ich auch kurz was sagen. Das Problem mit den Szenarien ist, dass es halt das Spielprinzip komplett verändert. Das ist halt ein ganz anderes Spielprinzip dann. Was gibt's hier eigentlich? 80 Holz, ach ja. Mein Gott, als Brite freut man sich darüber. Deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Wir werden uns da auf lange Sicht gesehen bestimmt irgendwann mal reinfuchsen. Aber wie schnell das kommt, können wir halt so jetzt einfach noch nicht sagen. Ja. Aber wahrscheinlich irgendwann mal. Hier sind Genau, Kühe. also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Szenarien natürlich ganz unterschiedlich sind. Also es gibt ja, was weiß ich, King of the Hill, irgendwelche Kolosseumsarenen, gibt ja alle mögliche Gedöns in Sachen Szenarien und dementsprechend ist es natürlich auch sehr unterschiedlich, was man da kriegt und die spielen sich auch alle ganz anders. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Zeit, um ja, sich zu überlegen, was man da spannend findet und was nicht. Ganz genau. Wir spielen im Übrigen gegen feindliche. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, das direkt wieder vergessen. Inder und Briten. Und meine erste Herde hier ist schon versiegt, das ist nicht so schön. So, das Süß, der versucht passiert. mit seinem Elefant, mit seinem Kundschafter, ja gut, es ist ein nicht ganz so schlauer Spieler, wie es aussieht, hat gerade versucht mit seinem Elefanten unter dem Außenposten von mir meine Coureur de Bois zu töten. Irgendwie Autsch. eine weniger intelligente Entscheidung, es sei denn, er wollte seinen Kundschafter unbedingt in meiner Basis töten. So eine Entscheidung trifft man nur einmal, das stimmt allerdings. So, ich habe mir jetzt am Anfang im Übrigen 3 Siedler schicken lassen, weil wir hier nicht so viel Holz haben, als dass sich die Virginia Company direkt lohnen würde. Vor allem, weil ich ja gleich auch noch erstmal einen Marktplatz bauen möchte. Und da kann die Virginia Company ruhig noch etwas warten. Jetzt haben wir auch genug Holz, um den Marktplatz zu bauen, deswegen machen wir das auch. Bauen wir ihn mal da. Passt so. Und wir können auch gleich ins zweite. Da wir ja ohne Vertrag spielen, müssen wir hier wie immer ein bisschen darauf achten, dass wir schnell ins zweite Zeitalter kommen. Ich werde dann Musketiere rauspumpen, der unnahbare Plänkler, und dann hoffen wir einfach, dass wir keinen krassen Early Rush haben. Wir gucken mal gerade in die Gegner-Decks rein. Ich habe nämlich rausgefunden, dass man das machen kann. Der Brite hat ein starkes Deck, nicht auf Late Game. Lässt sich im zweiten Ressourcen schicken, mache ich aber auch und hat auch die Einheiten dabei. Also 12 insgesamt im zweiten, 5 Husaren im dritten, 2 Falkonette im dritten. Sieht alles ein bisschen nach einem Deck aus, was im. Warum hast du den Marktplatz nicht gebaut? Ob du behindert bist? Sorry. Ja, echt mal. Mensch, wie kannst du nur? Dreister Sack. Entschuldigung. Habe ich gedacht, mache ich dir meine Freude, indem ich das dumme Ding endlich mal nicht baue und dann kann man es ja auch wieder nicht glücklich machen, ne? Irgendwie. Nee, ich bin da echt wählerisch. So, Virginia Company incoming. Incoming vor allem. Im Kommen. Voll im Kommen, die Incoming. Virginia Company, ne? Ja, und wir müssen hier jetzt echt ein bisschen darauf achten, dass wir schnell Holz kriegen. Das ist echt ein bisschen schwierig hier. Ich glaube, ich gehe sogar mal mit allen Siedlern. Wie viel ist das noch?
Okay, ihr könnt jetzt schon mal Holz hacken. Und ihr macht noch das Viech weg und geht dann Holz hacken. A, damit wir die Virginia Company ausspielen können. B, damit wir eine Menge Ressourcen kriegen, damit wir eine Kaserne bauen können im Zweiten. Die ist ja hier auf Texas. Wobei, in Texas hat man am Anfang eine Kaserne, ne? Jawohl. Ja. Dann können wir uns direkt schon mal 200 Holz sparen. Das freut den Briten. Hier soll ein Schatz sein, aber ich sehe hier keinen Schatz. Interessant. Naja, dann war das vermutlich so einer von denen, die ein bisschen verbuggt sind und wenn du sie hebst, dann einfach nicht verschwinden. Also, das kann sein, als, ja. Anzeige auf der Karte meint er natürlich. So, den Turm bauen wir mal relativ weit nach vorne, damit wir so ein bisschen spähen können und da so ein bisschen Verteidigung haben. Ihr könnt schon mal das Holz sammeln gehen. So, zweites Haus ist auch gleich fertig und dann können wir schon mal direkt die Musketiere rausschwemmen. Jawohl, sehr schön. Und jetzt können wir halt hier wirklich diesen wundervollen britischen Häuserboom spielen. Das ist ganz grandios. So, ihr könnt mal darüber wechseln. Ihr habt hier keine Tiere mehr, dann geht doch in die Mitte dafür. Der Unnahbare läuft da gerade. Oh, 70 EP, die nehme ich doch mit. Ja, komm. Kein Thema. Ja. Schön darauf achten, dass immer eine komplette Anzahl von Musketieren auch fertig wird. Das ist wichtig. Ja, ihr beide könnt eigentlich noch hier runter gehen, dass wir hier mehr Leute in der Mitte zum Sammeln haben. Das sieht doch soweit gut aus. Und jetzt lassen wir uns 700 Gold schicken. Scheiße. Was ist los? Ich wollte den da eigentlich noch gerade den Schatz klauen, aber das hat nicht so ganz geklappt, wie es sollte. Wir machen da jetzt gerade fröhliches Dreier-Mexican-Standoff oder so. Ja, lauf mal vor dem weg, dass der dich nicht, dass der dich platt macht. Ach, Bullshit, mein Kundschafter hat noch 30% mehr Leben, aber der macht halt im Fernkampf auch einfach mehr Schaden. Das bringt nichts, vor dem wegzulaufen. Es sei denn, man möchte noch schneller sterben. So, nochmal einen Riesenhaufen Häuser in Auftrag gegeben und wir müssen jetzt gerade leider kurz warten. Okay, da haut er aber ab. Ja. Der hatte keinen Bock mehr. Auch gesehen. Lass mal meinen Kundschafter hier vorne stehen, einfach um zu gucken, ob da Leute entgegenkommen. Und jetzt können wir hier das Gold sammeln, damit wir weiter Musketiere bauen können. Das stand jetzt hier kurz auf Pause, mein Musketierbau. So, mehr Dorfbewohner und mehr Musketiere. Mehr Musketiere, wie sieht es denn bei den anderen beiden aus? Die haben schon einen Handelsposten, der Brite war es, der Grüne? Naja, der hat, wie zu erwarten, ähnlich viele Punkte wie ich. Der Inder hinkt. Hier ist gerade eine Dorfbewohnerin hingelaufen. Ich vermute mal, da soll jetzt gleich eine Base gebaut werden. Kannst du da nochmal zurücklaufen, gucken, ob da wirklich eine Dorfbewohnerin war? Nicht, dass das nur eine Kuh war? Das war eine Dorfbewohnerin, ich habe sie gesehen. Guck mal, ob du die Base findest. Ich kann ja mit meinen Einheiten einfach mal nach vorne laufen. Da baut sie einen Außen, ein Herrenhaus baut sie. Ja, die wollen spreaden. Ja, klar. Ich laufe mal mit meinen Musketieren in die Mitte darunter. Mach das mal, ich bin momentan auch dabei, eine kleine. Ich bin dabei, eine kleine bescheidene Armee an Musketieren aufzubauen, wollte er sagen. Meine Güte. Aber sehr meinen schön. Kundschafter, den brauche ich jetzt erstmal in meiner Basis, weil der muss einen Andelsposten bauen. Guck mal, da hast du schon mal einen Kundschafter, den du umbringen kannst, an den du gerade eiskalt vorbeiläufst, aber ja, den kriegst du nicht mehr, der ist zu schnell, vergiss es. Aber die Kühe kann ich mitnehmen. Wenn du so geil bist auf Rindfleisch, dann ja. Ich bin sowas von geil auf Rindfleisch, ey. Wirklich, Dinge, wo man nicht beschreiben kann. Ja, glaube ich sofort. Mal gucken, ob da noch Dorfbewohner sind, die wir schon mal angreifen können. Stört ja nicht. Und jetzt haben wir gerade ein leichtes Nahrungsproblem. Nicht so schön. Nee, gibt in der Tat geilere Sachen. So, übrigens, ich habe meine Leute da auch mal hingeschickt. Da können wir... Ach, guck mal, da ist nämlich schon... Was? Pikiniere? Ist ja geil. Ja, das ist ein gefundenes Fressen, würde ich sagen, für Musketiere. Warum habe ich eigentlich erzählt, dass du auf Plänkler gehen willst? Das ist totaler Quatsch. Naja, es ist ja an sich nicht falsch. Nur kann ich jetzt noch keine bauen. Also, ich werde später definitiv auf Plänkler gehen. Falls sich einer fragt, warum ich meine Häuser hier so komisch baue. Übrigens, der Brite hatte da eben Leute stehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er irgendwo hinter seinem komischen Häuschen da auch, wie gesagt, eine Forward Base hat. Das kann gut sein, ja. Das heißt, ich würde dir erstens vorschlagen, dass du deine Leute mal da mit in den Angriff schickst. Bin schon dabei.
Zweitens schicke ich nochmal 10 Musketiere runter und es sind auch nochmal 5 in den Bau. Oha, jetzt brauche ich dich hier, ganz dringend. Ich habe da kaum Leute stehen. Zieh dich zurück. Ja, zurückziehen zu deinem Handelsposten. Ich schicke meine restlichen Einheiten hinterher, ja? Klingt gut, ja. Lass uns da mal sammeln. Ernsthaft. Telefon. You don't say. So, meine Einheiten sind aber da. Das heißt, du musst nicht allzu weit laufen, wenn du magst. Wir können da mal stehen bleiben. Jupp, ich habe also meine... Also ich würde noch auf deine Einheiten warten, bis wir wieder nach vorne gehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch mal 20 Musketiere da. So. Falls sich jemand fragt, warum ich meine Häuser hier so komisch baue, das liegt daran, dass ich eine Karte dabei habe, dass ich im vierten... So langsam ist auch mal gut hier. Meine Fresse! Ich weiß, dass ich wichtig bin. Er ist nicht da! Ja, vor allem, ich weiß, dass ich wichtig bin, aber... So, gleich sind meine Musketiere da, dann können wir da nochmal in Angriff. Ich habe eine Karte im vierten dabei, dass man in den Herrenhäusern Siedler ausbilden kann. Und wenn man die dann in so einem riesen Blub anordnet, so wie ich es bisher gemacht habe, dann geht das nicht. Kommen die nicht alle raus. Richtig, genau. Ganz genau. So, wir können. Auf, nicht lange warten. Jo. Schwingen deine Leute. Da bin unten steht ein Langbogenschütze. Ja, da stehen alle Langbogenschützen. Oh wow. Der hat so viel Armee, dass das sogar mit uns beiden noch ein harter Kampf werden könnte. Mhm. Also ich meine, das sollten wir gewinnen, aber... Aber wenn der auf Langbogenschützen setzt, baue ich jetzt mal einen Stall. Damit kann man dem jedenfalls ganz gehörig in die Suppe spucken, das ist wohl wahr. Stehen bleiben. Immer schön hinterher. Okay. Schauen wir mal, ob wir die Kaserne von dem Knilch finden, oder? Genau deswegen. Da ist ein Dorfbewohner. Das war ein Dorfbewohner. Da sind die Langbogenschützen. Wir sehen. Mal schön dranbleiben. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier nah auf Nahrung komme. Das ist jetzt echt ein Problem. Weil ich nicht darauf geachtet habe, dass ich anscheinend gar keine Nahrung mehr sammeln kann. So, das war die komplette... Ah, da hinten sind nochmal Musketiere. Hinterher da bitte. Die kamen gerade von da. Jo, da laufen sie weg. Da steht noch ein Herrenhaus. Jo. Kavallerie ist im Bau. Sehr gut. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oh, von hinten kommen da Plänkler von dem Inder. Das ist nicht unbedingt schön. Ich baue jetzt da vorne noch eine Kaserne. Okay, das war die eine Armee und jetzt da... Ach süß, es sind ja nur 5. Okay, von da hinten kommen wieder Langbogenschützen. Ich gebe jetzt noch mal ein paar Musketiere in Auftrag, auch wenn ich sie garantiert später nicht mehr brauchen werde. Ja, da sind noch mehr Gurkhas, aber die Gurkhas sind die Leichenplänkler, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Also sind Leichtinfanterie, ja. Aber die Gurkhas rennen auch weg. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Schlimmeres. So, Landnahme, damit wir gleich günstiger die ganzen Mühlen hochziehen können. Na komm. Okay, das war die Dorfbewohnerin. Genau, Gurkhas sind die Leichtinfanteristen, was gar nicht mal so schlecht ist, finde ich jetzt, weil ich muss sagen, ich finde die Sepoys ist das deutlich unangenehmere Matchup. Oha, guck mal, da kommen Kamele. Oh, Kamelreiter, ja, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm für Musketiere. Stimmt, gibt Schlimmeres. So, wir fangen mal an, einen Wall zu bauen. Ja, auch das ist durchaus eine sehr... Den habe ich gut gebaut. Wahnsinn. Hier. Zack, den hast du gut gebaut. Zack, den Wall, den habe ich hier gerade ganz, ganz grandios gebaut, wirklich. Dafür sollte man mir einen Orden verleihen. Ist meine Kavallerie eigentlich schon da? Da unten kommen ja Gurkhas. Ich hätte doch Kavallerie gebaut. Wo ist die abgeblieben? Von hinten kommen auch noch jede Menge Langbogenschützen. Wir können das hier nicht gewinnen. Die pumpen aus allen Knopflöchern. Ich würde sagen, okay. Wir haben jetzt aber hier auch genügend Schaden angerichtet. Wir haben die im Endeffekt, also den Briten haben wir jetzt gezwungen, was weiß ich, wie viele Karten sich schicken zu lassen. Können wir uns dahin zurückziehen? Warum ausgerechnet dahin? Gibt es da einen besonderen Grund für? Naja, weil da Kasernen sind von mir. Können wir die halten? Ich denke. Ich pumpe da ja jetzt auch Einheiten raus. So. Lass uns doch einfach mal hier bei dem Haus warten. Von mir kommen da jetzt auch noch ein paar Plänkler angewatschelt und nochmal eine Charge Plänkler ist auch in Bau. Ne, willst du nicht. Okay, schade. Was denn? Entschuldigung. Ich habe dich gefragt, ob du da bei dem Haus anhalten willst. Achso, ja, ich sag mal so, die Häuser, die wir einreißen, kann er neu bauen und seinen Boom ausbauen. Ja, die kosten ihn aber auch jeweils 80 Holz und außerdem verliert er damit seine Sichtweite.
So. Übrigens finde ich das gar nicht mal so geil, dass du dir da jetzt den Indianerposten holst, weil der ist gut für Kavallerie und du hast auf deiner Seite auch noch einen. Okay. Ist ja gut. Ja. Okay. Okay, so, wie sieht das denn jetzt aus mit dem dritten? Das wäre doch eigentlich auch eine schöne Sache. Ja, ja, drittes ist toll, das stimmt. Macht Spaß und ist gesund. Nahrungsprobleme anscheinend. Heute bleibt mir aber auch nichts erspart, jetzt saugt mein Mitbewohner. Oh mein Gott, was machen denn meine... Übrigens, das, was deine Reiter da machen, halte ich für nicht zukunftstauglich. Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, was die da gerade vorhaben. So, weit so gut. Warum sammle ich eigentlich so ultra viel Holz gerade? Ich brauche doch gerade gar kein Holz. So, mein zweites Dorfzentrum steht. Mein zweites Dorfzentrum steht auch. Mein drittes Dorfzentrum. 35 Musketiere habe ich da. Ich baue auch nochmal welche nach. Ja, das klingt doch gut. Und ich baue da gleich auch, sobald mein Dingens fertig ist, sobald da mein. Baue ich auch weiter Kavallerie. Weil ich einfach. Ich möchte den Druck da unten aufrechterhalten. Ich habe keine Lust, dass die halt problemlos ins dritte durchtanken und so. Das können sie schon deswegen nicht machen, weil sie unglaublich viel Ressourcen jetzt schon ausgegeben haben, aber. Ich habe die Idee dahinter, hinter dem, was du sagen wolltest, verstanden, ja. So. Weiter den Wallzimmern. Genau, mit dem Wall fange ich jetzt bei mir auch mal an. Du sollst dich bewegen, du faule Sau. Das ist zu. Okay. Okay. Da hinten kommt man nicht rum. Sehr gut. Schön. Freut mich. Und mich erst. Bauen wir mal direkt noch einen zweiten Wall. Because why not? Okay. Da kommen jetzt Inder, jede Menge. Du könntest deine Leute mal ein paar Zentimeter nach vorne ziehen. Dann könnten wir die kaputt machen. Okay. Was denn? Sind die Sepoys gut gegen Kavallerie? Ja, sehr. Die haben einen dreifachen Angriffsbonus gegen Kavallerie. Ach, nicht die Sepoys, die Gurkas, meinte ich. Entschuldigung. Nein, sind sie nicht, aber da stehen beides. Wollen wir da jetzt rein oder nicht? Können wir machen, von mir aus. Ja, also ich würde zumindest gerne die indische Armee da weg haben. Ja, kann ich verstehen. Let's try. Let's try and find out. Also die waren bis eben hier. Ja, da sind sie. Übrigens, die sind beide im dritten zum Thema problemlos durchtacken und ja, so. Ich halt leider nicht. Solltest du die Ressourcen eigentlich locker haben, oder? Ja, ich spare noch das Gold und die Pferde sind halt so ultra teuer, das ist bei mir das Problem. Die Pferde. Aber ist in Arbeit, also keine Sorge. Ja, lass uns da mal nicht reinrennen, das erscheint mir nicht wirklich. Okay. Alter, wir wollen da definitiv nicht rein. Der hat da jede Menge Kanonen stehen und also der Brite, der hat Einheiten gepumpt. Oh yo, Veteran Langbogenschützen, Veteran Musketiere, ich muss jetzt ins dritte. Ja, und du musst dir vor allem, also du musst deine Kavallerie bitte sehr, sehr gut auf, sehr, sehr gut bewachen, weil also ja. Das ist so, momentan drittes das. Läuft bei mir. Sehr gut, das ist das Einzige, was wir haben gegen diese Massen an Kanonen. Während das dritte läuft, bin ich hier gerade mal dabei und mache Tore in meine Welle rein. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Genau. Finde ich gut. So. Wir können eigentlich auch schon... Ja, ich weiß nicht. Macht das schon... Das wollte ich nicht. Wir können schon mal ein Arsenal bauen. Sobald wir im dritten sind. Arsenal oder eine Geschützgießerei? Ich meinte jetzt... Ein Arsenal. Okay. So, ich baue nochmal einen Haufen Kavallerie hinterher. Hast du eigentlich vor, einen großen Wall zu bauen? Oder ist das diesmal mein Job? Ich weiß es nicht. Also, ich könnte das noch aufrüsten, klar. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir holzmäßig aussieht. Bei mir nämlich eher mau. Im Moment schwierig, klar. So. Oh, das Bevölkerungslimit ist zu niedrig für Coureur de Bois. Na dann. Fatal. Ach, ich merke übrigens, wir haben da einen ganz gewissen, allseits beliebten Engländer-Bonus wieder mit auf unserer Seite. Du meinst punktetechnisch? Oder worauf willst du hinaus?
Ich möchte auf die Tatsache hinaus, dass meine Häuser innerhalb von ein paar Sekunden gebaut werden. Ja, das ist richtig. So, wir haben da gleich 30 Husaren stehen. Und jetzt ist meine zweite Mini theoretisch versagt. Theoretisch könntest du mit den Husaren mal beim Inder reinreiten. Der wird nämlich, wie ich den Mann kenne, hundertprozentig keine Welle gebaut haben und er hat seine Leute momentan alle beim Briten stehen. Ich will die halt aber eigentlich lieber sichern. Ich kann gleich gerne mal einen Stoßtrupp bauen und mit denen da reingehen. Das ist schon richtig. So, und naja, wenn du damit alle indischen Dorfbewohner umbringst, dann ist es das doch allemal wert, oder? Joa. So, übrigens, da kommt Action. Können wir noch kurz warten, bis meine... Wie denn? Die kommen. Ja, ich weiß, ich möchte nur bis meine Militärverbesserung. Lass uns bitte hinter meine Gebäude zurückziehen. Ich will meine Militärverbesserung da unten haben. Okay. Wir müssen, wie gesagt, schauen, dass da die Pferde demnächst auch dran glauben. Die Kanonen. Sonst... Ich weiß. Ist meine Armee da schneller tot, als wir Taubenscheiße sagen können. Okay, let's get in. Ja, Moment. Meine Pferde reiten von hinten rum. Ja, der hat seine Kanonen da gar nicht so blöde hingestellt, muss man leider zugeben. Ja. Die stehen da echt gut an dem blöden Wall, ey. Ja, der klumpt ganz gut, aber ich glaube, deine Kavallerie reißt es raus in diesem Kampf. Mal zweite Kanone, da kümmere ich mich mal eben. Nee, es ist down. Ja, meine Kavallerie ist down, die ist leider halt komplett gefallen. Ja, ja. Das habe ich wohl gesehen, leider. So, wir gucken mal, dass wir hier... So, das war das vierte und jetzt wollen wir hier mal ordentlich wirtschaftlich durch... Ja? Holla. Da hat aber einer Bock. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt nämlich relativ schnell meine Fabriken rauskriegen, damit ich meine Kürassüre aufs Feld kriege, beziehungsweise eher um sie zu bezahlen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das wäre in der Tat ein Traum. Ich habe gerade halt echt Ressourcenprobleme, leider. Krass. Krass, Digga. Das ist nicht so geil. Nee, ist überhaupt nicht geil. Also ich habe halt ultra viel Holz gerade. Und das ist halt auch echt dämlich. Also da kann ich halt echt jetzt mal was gegen tun. So, warte mal. Also eine Sache finde ich ist jetzt auf jeden Fall wichtig, und zwar, dass die Fabrikwagen nicht irgendwo unkontrolliert in die Pampa fahren. Auf die muss ich nämlich aufpassen. So, da also waren ich glaube, da wollten sie deutlich mehr durchbrechen, als sie es im Endeffekt jetzt konnten. Ja, ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ich gehe auch immer noch davon aus, dass der Brite sich halt die Einheiten, die er im Deck hatte, halt auch durchaus schicken lassen. Ja, der hatte im dritten hatte der auf jeden Fall auch die beiden Falkonette drin. Ja, der hat definitiv keine Geschützgießerei gebaut, würde ich auch sagen. Du wolltest unbedingt den Handelsposten, ne? Ja, noch habe ich ja auch keine einzige Einheit Kavallerie auf dem Feld, also von daher... Geschwindigkeit aller Militär... Aber das sind doch... Sind das Apachen? Ja, da hast du Geschwindigkeit für alle Militäreinheiten und Lebenspunkte und Gesundheit von Siedlern. Das klingt doch durchaus gar nicht mal so nach einer schlechten Verbesserung, wenn du mich fragst. Nee. Okay. So, der Unnahbare legt jetzt hier gerade punktetechnisch echt gut was aufs Brett. Du könntest da übrigens auch mal Anforderungsgebäude bauen. Ja, das will ich ja die ganze Zeit. Also ich wünsche es mir hoch und heilig, aber das Problem ist einfach nur, ich habe im Moment einfach nicht das Holz für so Kackgeschichten. So, aber... Zwei Kasernen sind auf jeden Fall schon mal drin, die kommen da jetzt auch. Das Tönen-Bajonett hätte ich gerne. Das Tütü-Bajonett. Das Tütü-Bajonett, jawohl. So. Valerina, du. 10, 7. Ist die Frage, pumpe ich weiter Einheiten durch oder versuche ich jetzt lieber ins vierte zu kommen und auch, also ich kriege ja im vierten nochmal die Verbesserung, ich habe jetzt 74 Dorfbewohner, dass ich in meinen Herrenhäusern Dorfbewohner bauen kann. Im Zweifelsfalle ist es glaube ich deutlich sinnvoller jetzt zu gucken, dass du ins nächste durchkommst, ehrlich gesagt, zumindest in meinen Augen. Glaube ich nämlich auch. Also das Problem, was ich halt sehe, ist, dass du halt diesen Boom mit den Herrenhäusern, also dass du halt dir innerhalb von ein paar Sekunden mehr oder weniger halt alle deine Siedler holen kannst.
halt vorher nicht ausspielen kannst und dann Holz für die Dorfzentren stattdessen auszugeben, ist halt eigentlich eine echt unnötige Belastung, finde ich. Ja. Von daher. Ja, ich spare jetzt mal so ein bisschen. Ich habe jetzt 35 Musketiere da stehen. Wenn die jetzt halt damit 60 Einheiten anrollen, haben wir ein Problem. Ja, aber ich habe da hinter deinen Reihen momentan auch eben meine Gebäude in Bau und da habe ich jetzt auch endlich mal einen Stall stehen. Ich lasse mir auch so langsam die Verbesserungen schicken für meine Kavallerie. Und sobald ich die Kavallerie auf dem Feld habe, dann wird das hier eh sowieso nochmal eine ganz andere Größenordnung von eklig. Okay, nächstes läuft. Sehr gut. No risk, no fun, nicht wahr? Richtig. So, ich bin jetzt gerade mal so frei und... Ja, bin blöd. Nein. Ach schön, der hat sich auch Industriezeitalter gegönnt, der Inder. Richtig, genau. Der Sack. Der blöde Arsch. Da oben ist der Wall nicht zu, merke ich gerade. Das ist gar nicht cool. Ja, Wälle haben die Eigenart, dass sie effektiver sind, wenn sie dicht sind. Richtig. So, Sichtweite von Einheiten und Gebäuden können wir nochmal holen. Das macht auch Sinn. Und jetzt haben wir hier das erweiterte Arsenal durch. Und können da einen riesen... Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit die Nahrungsverbesserung nicht gehabt. Das erklärt auch, warum ich so wenig Nahrung kriege. Oh, ach, wieder ein Mysterium gelöst, nicht wahr? Du bist ja ein Spasti. So, und wir brauchen die Nahrung jetzt, weil wir gleich 20 Siedler auf einmal bauen wollen. Dafür brauchen wir 2000 Nahrung. Naja, die muss man erstmal auf Tasche haben, das ist wahr. Ganz genau. So, das sollte dann aber einen wirtschaftlichen Boost geben, mit dem wir hier echt ziemlich viel... Da sind noch Herrenhäuser. Geh das heißt, sie sehen abreißen. Auch meine Siedler da. Ja, das ist vielleicht ein bisschen risikoreich für deine Siedler. Willst du dir nicht mal gucken, ob du die abreißen kannst? Ja, ich habe da jetzt einen Indianerspeer stehen. Da reiten gerade welche hin. Okay, dann ziehe ich da mal so ein paar Musketiere rüber. So, ich habe jetzt 30, das ist aber nicht so optimal, da hätte ich lieber ganz gerne noch eine Plantage. Da sind sie. Ja, töten mir jetzt die drei Siedler da, mein Gott. So what? Aber Hauptsache, die sind tot und können keinen weiteren Schaden mehr anrichten, das wäre wichtig, finde ich. Ja, ich versuch's. Ja, die sind tot. Okay, so, wir bauen mal diesen Riesenwall, den ich hier bauen will, weiter. Zack. Und jetzt sparen wir gerade nur noch für die Verbesserung, dass wir auch wirklich so viele Siedler haben. Die sind da lang geritten. Oh. Das ist nicht nett. Vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, ob wir uns den großen Wall nicht doch nochmal in Angriff nehmen. Ich bin da unten ja am Bauen. Aber groß trifft es bei dem Gerät hier, den ich hier gerade in Auftrag habe. Oh wow, du willst den ganz großen Wall bauen? Ja, ich will halt einmal die ganze Karte abschirmen, dass wir das sofort sehen. Jetzt sind die gerade da weggeritten. Ja, also, bei mir kommen die definitiv nicht durch, aber... So, die... Ja, die wollen, aber sie wollen es versuchen. Ja, die sehen meine Fabriken leider schon mal da, das freut sie jetzt natürlich. Das finde ich nicht so geil, aber ja, die greifen meine Welle da an. Kannst du da was bauen? Ja, ich habe nur gerade ironischerweise mal wieder volle Bevölkerung, deswegen kann ich keine Militäreinheiten ausbilden, aber dank deiner netten Fähigkeit ist das ja kein wirklich dauerhaftes Problem. Meiner netten Fähigkeit? Achso, Häuser zu bauen oder was? Ja, ja, also beziehungsweise meiner Fähigkeit, also deiner Fähigkeit, mich Häuser bauen zu lassen, so. So, Rotrock-Musketiere sind auch da. Und wenn ich dann endlich mal meine Heimatstadtladung kriege, kann ich auch meine ganzen restlichen Siedler bauen. Das ist gerade so ein bisschen... Aha. Da sind so britische Husaren, die versuchen, meine Siedler zu töten. Die reiten jetzt auch hoch. Sowas. Die wollen wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich die Fabriken gesehen, versuchen jetzt da oben einzureißen. Also du solltest da oben auch ein paar eigene Einheiten bauen. Ja, ja, mache ich auch. Sehr gut. Kein Stress, außerdem die Fabriken, die zäune ich gerade nochmal extra ein, aber die kommen übrigens zu dir, die Husaren, nicht zu mir. Oh ja, ich seh's.
Die haben dich halt mal um Klassen lieber als mich, sag ich da nur. Das glaube ich nämlich auch. So, jetzt holen wir uns noch den Merkantilismus, damit wir unsere beiden Fabriken auch kriegen. Ja, so Fabriken sind schon echt geil, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Sind die Herrenhäuser da, dann gibt's mal eben 20 Siedler auf einmal. Sehr gut, sehr gut. So, die habe ich wieder getötet. Ja. So, dann... Da kommen aber nochmal, Dingens. Da sind unsere 20 Siedler im Bau, wie ich es gerade versprochen habe. Ja, bei mir ist das fünfte jetzt so gut wie durch. Wow. Und dann sollten wir da auch mal reingehen, denke ich. Wie sieht das denn bei dir mit Einheiten aus? Hast du volle Bevölkerung, oder? Ach, längst nicht. Aber also ich habe jetzt mittlerweile die Verbesserung fertig, oder beziehungsweise die drei Verbesserungen, dass ich meine Dingens in unendlich großer Geschwindigkeit bauen kann. Unendlich große Geschwindigkeit. Ne, die sind ja so wirklich sofort fertig. Ja, also, ich weiß schon, welche Verbesserung du meinst, ja. Jo, da ist der Unnahbare im Imperialzeitalter und ich habe jetzt auch endlich mal volle Dorfbevölkerung. Da oben stehen noch Husaren rum. Wir machen mal unsere Wahlverbesserung. Ich spare mir jetzt gerade das fünfte noch, weil ich halt einfach mir denke, dass es gerade wichtiger ist, dass wir auf... So ein bisschen militärische Stärke wäre ja auch ganz nett zwischendurch. Ja, das ist es halt, ne? So, also da sind mal ein riesen Blub-Siedler fertig geworden. 20 Siedler, jetzt sind wir auch auf 99. Das hat auch gerade nochmal ordentlich die Punktzahl geboostet. Oh ja. So, die Husaren da oben greife ich jetzt mal eben an. Das ist eine ausgesprochen geile Idee. Mit dem Bajonett kriege ich das sogar hin, die da oben abzureißen, obwohl die Husaren ja eigentlich ziemlich stark sind. Wobei, das sind auch erst Veteran-Husaren. Du hast da Musketiere. Die Musketiere, die sind stärker. Das waren die Veteran-Husaren. So, ach fuck, ich habe immer noch nicht 200 Bevölkerung, sondern nur 190. Da geht ja wohl nicht hier. Zack, puff, Haus fertig, wunderbar. Dann können wir nochmal die Falkonette eigentlich verbessern. So Feldgeschütze sind halt einfach schon besser. Schon. So, das sind meine Fabriken. Und jetzt ist halt die Frage so ein bisschen, wo baue ich die? Ich denke mal, ich baue die ans Ende der Karte und ziehe da einfach noch einen Haufen Wälle drumherum. Dann baue aber, tu dir den Gefallen und baue eine Kaserne daneben. Ja, ich kreise jetzt hier einfach nochmal so einen zusätzlichen Platz auf der Karte hinten ein, wie du siehst. Ja, aber wie gesagt, baue ein paar Kasernen daneben. Einfach damit du irgendwas da hast, sollte da irgendwer auf die Idee kommen, dir deine Fabriken abreißen zu wollen. Klaro. So, dann wollen wir noch die Wirtschaftsverbesserungen so langsam haben und... So, jetzt... Schau mal bitte auf die Karte da, wo deine Musketiere stehen, bei der gegnerischen, also bei unserer vorgeschobenen Base. Oh, da unten. Ja, ich hab's gesehen. Und ich habe auch schon die ideale Antwort. Und zwar ein Haufen Kuassüre. Da kommen sie, in Massen. Sehr schön, willst du die da unten vielleicht auch hin? Selbstverständlich, die sind auf dem Weg. So, was könnten wir hier ansonsten noch gebrauchen? Vielleicht noch ein paar mehr Kasernen. Ich meine, Kaserneneinheiten werden ja trotzdem, trotz allem leider nicht so schnell gebaut. So, oh, guck mal, da sind Kanonen. Also, da waren Kanonen. Ja, das sind natürlich schon echt viele Einheiten da, ne? Ja, ja. Aber es sind halt auch hauptsächlich Langbogenschützen und so ein Kack. Alter, das wird deine Siegquote so hoch. Sind das auch schon Imperial? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Unnahbare rasiert. Ich find's ganz total, Tim. Der Unnahbare rasiert. Ziemlich verarschen. Alter. So, zweite Fabrik. Hab ich schon mal erwähnt, dass die Kürassüre gegen Infanterie ziemlich stark sind? Ehrlicherweise habe ich das irgendwo schon mal gehört, ja. Ja, jetzt gerade sind sie nur nicht so wirklich in der Lage, halt anzugreifen, weil sie zu blöd sind, aber... Es kommen da unten Flegelelefanten. Warum auch immer. Ja, um den Ball einzureißen, natürlich. Achso, das ist dein Ball. Ja. Ah, und die, so, das heißt ja auch, dass ich neue Dorfbewohner bauen muss, wenn die mir ja unten ja einen Dorfbewohner eingerissen haben. Das ist in der Tat eine intelligente Schlussfolgerung, das gefällt mir gut. So, viertes läuft auch bei mir dann endlich mal. Fünftes ist ja nicht mal an, oder? Sorry, dass das so gedauert hat. Jetzt ist die Frage,
Ich könnte auch eigentlich mal den Zug erforschen. Könntest du machen, ja. Wie, der hat da oben Dorfbewohner? Warum das denn? Einen. Ja, reicht mir. Muss nicht sein, sowas. Oh! So. Ja, die hatten aber auch keine Chance. Wow. Okay. Da haben sie beide auf einmal aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass sie gegen deine Kürassüre nichts mehr tun können anscheinend. Ja gut, also ich meine, der Brite war im Dritten, ne? Schade also, jetzt, wenn du jetzt also... wenn du in die Statistik guckst, also ich habe sicherlich von den 224 Kills, die ich gemacht habe, insgesamt jetzt ca. 120 eben gemacht. Sogar mehr, glaube ich. Also es waren jedenfalls schon heftig viele. Ja, es waren auf jeden Fall echt super viele. Militäreinheiten hatten lustigerweise der Brite am meisten, aber halt nicht aufgebessert. Und man sieht, wie deine Rohstoffkurve abging. Was zum Geier ist denn nach dem Vierten bei dir los gewesen? Naja, bei der Fabriken halt, ne? Und dann zusätzlich halt noch... Ja, eine Fabrik habe ich ja auch schon, eine zweite fehlt mir jetzt gerade noch. Aber das ist ja trotzdem irre, was bei dir da ressourcentechnisch abging. Na gut, also ich meine, nach dem Vierten habe ich mir halt beide Fabriken relativ schnell schicken lassen. Das siehst du halt, das ist der Punkt, wo dann halt die Rohstoffkurve nochmal stark angestiegen ist. Gut, ich hatte nur eine bisher. Genau. Und was ich auch, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn du drei Dorfzentren baust, das zahlt sich tatsächlich erstaunlich aus. Also ja gut, das habe ich mir halt geschenkt, weil ich im Vierten dann die 20 Siedler geholt habe. Also wenn du mal guckst, du warst dann... Wir waren beide im Vierten, hatten wir beide gleich viele Dorfbewohner und geh mal auf die Bevölkerung genau, Dorfbewohner und du siehst, ich habe da ja, halt ja, ich seh's. Da nicht kommt mehr... Also gut, ich hätte noch minimal mehr gehabt, du warst da auf maximal, klar. Wenn ich da jetzt mehr Dorfzentren gehabt hätte, wäre das bei mir steiler gegangen, aber so hatte ich halt nach dem Vierten so einen krassen Boom. Aber eigentlich hätte ich das Vierte sogar deutlich eher machen müssen, nur wollte ich da halt massig Militäre durchpumpen. Also ich glaube, wenn ich mit der Karte spiele, muss ich wirklich mich dann zurücknehmen und keine Militäreinheiten bauen und hoffen, dass mein Mate, in dem Fall halt du, dann Militäreinheiten baut, um das zu halten. Ja, das ist also es ist vielleicht fraglich, ob das eine super Kombination ist, diese Karte einzusetzen, wenn man mit einem Franzosen zusammenspielt. Also ich meine, ihr habt gerade gesehen, was ein Franzose kann, aber das kann er halt auch eigentlich erst im 4., 5., weil vorher sind die Gendarme einfach zu teuer. Das heißt, man kann sie nicht auf Masse bauen, es braucht ewig, sie zu bauen und sie sind natürlich auch längst nicht so stark wie jetzt eben. Und andersrum, ich hatte jetzt halt deutlich mehr Militäreinheiten gebaut, wobei die Kürassüre natürlich auch um einiges teurer sind, aber ich habe auch mehr Ressourcen in Einheiten investiert. Und dadurch war ich halt mit den Zeitaltern langsamer. Wenn ich schneller ins Vierte gekommen wäre und du mit den Zeitaltern langsam gewesen wärst und die Ressourcen stattdessen in Einheiten investiert hättest, hätte ich ja, den klar. Boom mehr oder weniger so haben können. Vielleicht nicht ganz so krass, aber... Nö, keine Frage. Ne, das ist halt so ein bisschen Fall. Die Sache, dass sich einer zurücknehmen muss und einer muss durchgehen. Und in dem Fall hätte es wahrscheinlich Sinn gemacht, nicht auf die Karte zu gehen, sondern zwei Dorfzentren mehr zu bauen, um halt zumindest in der Zeit, wo man nicht im Vierten ist, schneller Dorfbewohner zu bekommen. Ja, genau. Also das muss man sich halt im Endeffekt absprechen. Aber wie gesagt, ich persönlich habe halt gute Erfahrungen jetzt hier in den letzten Spielen damit gemacht. Ich meine, wenn du schaust auf den Dritten, habe ich meine zwei Dorfzentren relativ schnell danach gehabt. Also ich hatte 1200 Holz auf Tasche. Das heißt also, nach dem Dritten mehr oder weniger siehst du ja an der Stelle, wo dann halt irgendwie so diese größeren Sprünge in der Dorfbewohnerbevölkerung einsetzen, dann sind halt jeweils immer drei auf einmal fertig geworden. Und das ist halt irgendwie schon eine relativ starke Quote. Also den Briten habe ich halt auch damit überholt, schon nach kurzer Zeit. Was ja, halt den Briten, den haben wir ja relativ schnell beide überholt. Also der war ja die ganze Zeit schlecht. Ja, was die Dorfbewohner angeht ja nicht. Hm? Also Ressourcenrate ja, aber ich meine Dorfbewohnerbevölkerung. Ja, aber da sieht man, also er war auch da. Also man sieht ja, dass der halt viel langsamer... Ich meine gut, wir haben ja gesehen, was von denen da uns entgegengeworfen wurde an Langbogenschützen und Musketieren. Und da sieht man halt sehr deutlich, dass ich stattdessen lieber Dorfbewohner gebaut habe. Und also... Um nochmal die Frage zu beantworten, die wir ja in den Kommentaren mal gestellt bekommen haben, wie viele Dorfbewohner sollte man bauen? Ich glaube, hier an dieser Statistik sieht man sehr eindeutig, was die Antwort darauf sein kann. Und es gibt nur eine. Der Brite hatte 70 Dorfbewohner, der Inder hatte sogar nur 50. Und wir hatten beide jeweils volle Dorfbewohnerbevölkerung und da sind wir einfach halt drüber gebügelt. Der Wahnsinn ist echt, wenn man sich auf Bevölkerung Militäreinheiten ansieht. Interessanterweise gab es zwischenzeitlich diesen Drop nach dem Dritten, wo ich gerade gesagt hatte, der hat keine Dorfbewohner, sondern Militär gebaut. Da sind wir beide ziemlich abgefallen, also sind alle von den Einheiten her abgefallen. Aber ich habe mich halt bekrabbeln können und da gab es zwischenzeitlich eine Zeit, wo sie uns hätten überrennen können, hier. Du meinst so ab dem Vierten, also wo dein Viertes war? Bei 24 Minuten. Ja, hätten sie theoretisch, wobei, also ich hatte theoretisch Ressourcen gehabt, um da zu pumpen. Es ist nur fraglich, ob ich schnell genug halt Einheiten aufs Feld gekriegt hätte. Das war ein bisschen risikoreich, das ist richtig.
Ja, und gut, danach sieht man halt, der Tech, der hat halt im Endeffekt dafür gesorgt, wir hatten hier zwar wenig Militäreinheiten, aber man schaue sich bitte ja einmal diesen Drop an. Von 125 Einheiten beim Briten runtergefallen auf 15 oder so. Wogegen der Unnahbare gerade mal 10 Einheiten verloren hat. Oder, ja, 15. Wobei, nee, die werden ja doppelt gerechnet. Nee, dreifach sogar. Das heißt, du hast da irgendwie nur 6, irgendwie 6. Nee, geht auch um Bevölkerung und Militäreinheiten, da ist die Statistik ein bisschen aussagekräftiger. Achso, ja, nee, ich bin sogar auf der Bevölkerung, klar. Nee, Anzahl müsste man, Anzahl Militäreinheiten, nicht Bevölkerung. So, also du hast da irgendwie 5 Gendarme oder so verloren, dagegen hat der Brite da halt alles verloren. Ja, er hat halt auch nicht mit Kavallerie gerechnet. Sieht man halt sehr schön, wie sich so ein Tech auch auswirken kann. Wenn man sich das in der Teamstatistik anguckt, ist das halt echt der Wahnsinn einfach, was wir hier wirtschaftlich hingelegt haben. So, das hat halt einfach einen riesen Unterschied gemacht. Wir hatten viel mehr Militäreinheiten, wir hatten viel mehr Dorfbewohner, wir hatten viel mehr Rohstoffe. Wir hatten auch deutlich mehr Gebäude und das alles zusammen hat hier halt echt ziemlich viel, auch die EP. Ja, ne, ja. Beide in der Kirche die Erforschung gemacht und alles. Schätze, haben die beiden mehr gehoben, interessant. Und dann halt auch eine echt hohe Punktzahl, so. Ja, das muss ich sagen, haben wir solide durchgespielt, da kann man zufrieden sein. Ja, ganz genau. Na gut, dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Zusehen. Man sieht, hört und stört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Cheerio.